Aber was für einen Schatz haben wir denn jetzt? Oh, da kommt der alte Mann wieder angesiedelt. Sehr gut. Du scheinst ein Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Und das Parasiegel? Komm, wir fragen erstmal gleich hier. Oder? Nee, wir fragen erstmal, was es damit auf sich hat. Ich glaube, das ist erstmal das Beste, oder? Ganz einfach. Ich kann hell sehen. Mit dem Alter sieht man die Dinge vor sich nur noch verschwommen. Doch die Verborgenen erscheinen dafür umso schärfer. Obwohl das sicher nicht bei jedem dahergelaufenen Greis der Fall ist. Okay, okay. Es sieht sehr schwer aus, als seien die Türme und dieser Schrein deinetwegen aufgetaucht. Genauer gesagt wegen dieses Shika-Steins, den du dort am Gürtel drehst. Verstehe ich nicht. Ich will versuchen, mich an alles zu erinnern. Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Shika. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden. Diese Kreatur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch die Überreste ihrer Zivilisation, wie dieser Schrein, scheinen bis heute überdauert zu haben. Oh. Hör mir gut zu. Von diesen Schreinen gibt es noch weitere. Allein auf diesem Plateau habe ich mindestens 3 Stück gesehen. 1. Engage. Wo kommt das denn her? Retro, vielen Dank. Retro, herzlichen Dank. Gifting 2 Subs. An Sascha hat einen bekommen und Kieler auch. Retro, dankeschön. Vielen Dank für deinen epischen Support subbiger Natur. Dankeschön, mein Lieber. Eieieiei. Jetzt geht's aber los hier. Dankeschön. Wenn du jeden davon ein Zeichen der Bewährung errungen hast, werde ich dir das Parasiegel überlassen. Was? Ich muss noch 3 Tempel machen? Wie bitte? Jetzt willst du mehr, aber du sagtest doch. Hm? Nun, ich habe es mir anders überlegt, aber für dich sollte das doch ein leichtes sein. Als Ausgleich gebe ich dir einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Und das geht nicht nur für Schreiner, also merk es dir gut. Der Trick ist, sich von den hohen Punkt aus umzusehen. Apropos, wie wäre es, wenn du noch einmal auf den Turm gehst? Oh, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, du machst Witze. Keine Angst, du musst nicht klettern. Sieh dir mal auf deinem Shika-Stein die Karte an. Ah, ich kann da hinporten wahrscheinlich, ne? Aha. Du hast die blauen Siege gesehen, die sich vor dem Schrein auf dem Turm befinden. Ja, habe ich gesehen. Mit der Kraft des Shika-Steins kannst du dich an diesen Ort teleportieren. Zumindest habe ich das gehört. Okay, alles klar, alter Mann. Vielleicht ist das aber auch alles nur ein Armenmärchen. Ah, ich weiß es noch nicht. Kann ich hier eigentlich auch von hier aus porten? Nee. Von hier aus geht's leider nicht. Hast du ein gutes Ramenrezept? Ich gar nicht. Nee, nee. Also wenn, dann Emira. Ich glaube, die streamt auch. Ich höre sie auf jeden Fall darum schreien. Vielleicht zockt sie aber auch nur. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, also wir müssen jetzt zu dem Turm, ne? Es wird auch dunkel. Es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus. Das ist ja interessant. Das wusste ich auch noch nicht, ne? So, wie kann ich denn hier sprinten? Wie war das denn nochmal? Ach so, alles klar. Oh mein Gott, ich glaube, wir fallen hier rein. Alter, hast du das gesehen? Epischer Kopfsprung. Kann sein, dass wir jetzt eventuell schon ertrinken. Aber wir schaffen es noch. Wir schaffen es noch ans andere Ufer. Herr im Himmel, meine Güte, das war aber auch. Nee, Rahmenrezept habe ich gar keins. Also ich habe sowas noch nie gekocht, ehrlich gesagt, ne? Aber Emira auf jeden Fall. Die kocht wie eine junge Göttin. Solche asiatischen Sachen. Turm des Plateaus. So, pass auf. Also er hat gesagt, hier muss irgendwo eine Plattform sein. Da können wir uns hochporten. Jetzt natürlich die Frage, wo ist denn diese Plattform? Ich sehe hier keine. Scheiße. Ich glaub, wir müssen noch mal ein bisschen hochklettern, oder? So. Sag mal. Hat er nicht gesagt, hier ist irgendwo so eine Plattform? Hat er nicht gesagt, hier ist irgendwo eine Plattform? Darf ich dir helfen? Ja, mach. Hilf mir einfach mal. Ich soll wahrscheinlich das direkt von der Map aus mich porten, oder? Ist das richtig? Guck mal, da schaffe ich doch auch da noch hoch hier. Ich habe noch genug Ausdauer.
Über die Karte wird teleportiert. Siehst du, ich hab's mir schon fast gedacht. Sehr gut, sehr gut. So, wie mache ich denn die auf? Hier. So, wir zoomen mal rein. Teleportieren. Es geht los, es geht los. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir oben landen. Wenn wir jetzt wieder unten sind, haben wir natürlich ein Problem. Da müssen wir nochmal klettern. Nachts sind besonders viele Monster aktiv. Aha. Und am Lagerfeuer können wir die Nacht überspringen. Verstehe. Sehr guter, wertvoller Tipp. Sehr gut, dankeschön. Ach, der Mann ist natürlich schon da. Der ist mit seinem Parasegler hier wahrscheinlich irgendwie hochgesegelt. Freut er sich wieder, ne? Da freut er sich. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Hast du etwa vergessen, dass du dich einfach teleportieren kannst? Ich habe dran gedacht. Oh. Nun denn, ich habe dich hierher gerufen oder hier hingerufen, weil das der ideale Ausguck ist, um die übrigen Schreine zu finden. Hast du schon gemerkt, dass dein Schikastein über eine Fernglasfunktion verfügt? Suche mit Hilfe des Fernglases die Schreine und markiere sie. Okay, alles klar. Also drücken und dann markieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und dann werden sie der Karte... Ich sehe da oben schon einen. Ich sage einfach mal alles klar. Ja. Okay, es geht los. Da vorne ist auf jeden Fall schon einer. So, wie kann ich den markieren jetzt? Mit A. Scheiße, jetzt habe ich ganz viele Sachen markiert. Wie kann ich denn die Markierung wieder wegnehmen? Ich habe keine Markierung mehr. Du kannst keine weiteren Punkte machen. Oh mein Gott. Wie mache ich denn die Punkte wieder weg? Um Gottes Willen. Kannst auf der Karte entfernen. Eieieiei, jetzt geht's aber los hier. So, auswählen? Nee. Bewegen auch nicht. Ach du Scheiße. Ja, man muss das Spiel erstmal ein bisschen erkunden hier. Ich drücke auch immer die falsche Taste beim Entfernen. So. Sehr gut. Markieren. Okay, alles klar. Sehr schön, Leute. So. Den ersten haben wir markiert, den ersten Schrein. Wo sind die anderen Leute? Kann ich hier auch zoomen? Nee, ne? Zoomen geht hier nicht. Alter, guck mal, da oben ist so eine alte Berg. Nee, ist, ich dachte, das wäre eine Berghütte. Ist aber nur ein Stein. Oh, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Markieren. Sehr schön. Da hinten war auch noch ein Turm. Hast du gesehen? Einer muss hier noch irgendwo sein auf diesem epischen Plateau. Wir sollen ja drei Steine, Schreine machen. Wir sollen ja drei Stück machen. So, wo haben wir es denn hier? Da sind wieder diese komischen Türme überall. Ist das noch ein Schrein? Kann das sein? Das könnte sein. Aber ich glaube, wir haben trotzdem einen... Ich glaube, wir haben trotzdem einen übersehen, oder? Wir müssen mal auf die andere Seite gehen. Wir müssen mal kurz auf die andere Seite gehen. Einmal beenden. So, hier werden wir auch nochmal den Ausguck bemühen. Ist aber auch nichts, ne? Ey, rauszoomen wäre halt auch mega gut eigentlich. Aber funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube, wir haben die drei markiert. Kann aber sein, dass der eine Schrein, den ich markiert habe, der ist, wo wir schon waren, ne? Hier da. Das könnte auch einer sein, oder? Markier mal. Okay, also ich habe jetzt vier Stück markiert. Es müsste eigentlich so einigermaßen hinkommen. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. So, ich rede mal wieder mit dem alten Sack. Entschuldigung, ich wollte nicht so unziemlich sein. Hast du die Schreine entdeckt? Ja, habe ich. Aber der sagt nochmal, hilfst du mir? Ich frage ihn mal, was er damit sagen will. Ich kann dir einen Tipp geben. Nur gelernte Aktionen kannst du jederzeit im Pausenmenü nachsehen. Okay, alles klar. Aha. Bei der Suche nach den Schreinen hilft das Fernglas. Haben wir schon gemacht. Also markiert sind die ja, ne? Habe ich die beide? Die beiden habe ich. Okay, genau. Den habe ich auch. Und da hinten ist auch einer. Also ich glaube, wir haben alle. Ich glaube, wir haben alle gefunden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich hier wieder runter? Wahrscheinlich muss ich hier... Ich porte mal zum Schrein, wo wir eben waren. Zum Mahuuna-Schrein. Da müssen wir nämlich nicht runterklettern. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, oder?
Kamera zurücksetzen, ZL. Setz die Kamera hinter dir zurück. Okay, alles klar. So, da sind wir. Und dann kann ich auch die Markierung, die hier gerade ist, auch wegnehmen, falls da eine Markierung überhaupt... Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, wo kommt die denn her? Ich sehe gar nichts. Der lebt doch noch, dieser komische Kopf. Alter, stimmt. Nachts ist ja sehr gefährlich hier, ne? Ein Goblin-Knochen. Das ist gut. Ist genauso stark wie, wie mein Schwert, ehrlich gesagt. Die Lanze auch. Ich glaube, die Waffen gehen auch kaputt, habe ich mal gehört, oder? Ist das richtig? Die Tasche ist voll. Aha. So, also, pass auf. Nee, ich habe trotzdem noch 4 Markierungen. Ach so, 2 sind außerhalb des Plateaus. Ja, das ist natürlich kacke. Hallo Noska, moin, grüß dich, herzlich willkommen bei Zelda, grüß dich. Halten nur weniger aus. Okay, okay, alles klar. Hallo Lenny, moin. Auf deinem Discord steht gar nicht, dass du streamst. Doch, natürlich. Der Streamingplan ist da. Ah, den Bogen lassen wir mal liegen. Ich kann gar nicht so viel looten hier, wie ich möchte. Oh mein Gott. Der setzt sich wieder zusammen. Wie bitte? Oh, scheiße. Magnet funktioniert also auch außerhalb der Dungeons. Das ist gut zu wissen. Lass das mal alles liegen. Ich glaube, wir werden irgendwie noch heftig verfolgt. Wir müssen zu Rot und zu Blau. Oskar, wie geht's? Wie steht's? Doch, auf Discord im Streamingplan steht es drinne. Auf jeden Fall. Bei deinem Profil, bei Emira, steht es bei dir komischerweise nicht. Sonst steht es immer da. Ah, okay, okay, okay. Ja, komisch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum, Lenny. Den Oskar, mir geht's sehr gut. Wir haben gerade angefangen hier mit diesem Spiel. Ich spiel's auch zum ersten Mal. Seid mir nicht böse, wenn ich der absolute Kacknoob bin, Leute. Wir gehen jetzt mal zur roten Markierung. Das Ding ist halt, hier ist ja auch schon das Schloss, ne? Ich sollte mir erstmal zum blauen Marker. Wo ist denn der? Den sehe ich auch nur auf der Minimap. Ich habe jetzt wieder Lust auf das Game. Es macht halt auch unheimlich viel Spaß. Ne? Man muss es ja wirklich sagen. Guck mal, ein geheimnisvolles grünes Licht. Ein Glühwürmchen wahrscheinlich. Es ist einfach nur ein Glühwürmchen. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Guck mal, da vorne ist ein Weg. Mit wem muss ich noch nicht essen? Wir haben noch voll viele Herzen. Worum geht's in dem Game? Noska? Ja, es ist Zelda. Es geht dabei darum, ja, wie soll ich das sagen? Kannst du aufsammeln, musst nur schleichen. Okay, okay. Ja, das war die Höhle, da waren wir auch schon mal, oder? Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, Leute. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Da vorne haben wir noch einen Pilz. Ich glaube, wir kommen ja auch gleich nicht mehr weiter. Das ist das Problem. Ich glaube, wir haben uns völlig verlaufen. Ich glaube, wir haben uns völlig... Ich sammle noch mal ein paar Pilze ein. Ich glaube, wir haben uns völlig verlaufen. Ja, das ist nämlich die Starthöhle. Aus der kommen wir gerade. Wir müssen wieder woanders lang. So komplett lost hier. Lost in town. Oh nein! Upsi. Eieieiei. Möchte ich aber noch. Ja, Noska, hast du eine Switch? Hast du eine Nintendo Switch? Du musst echt aufpassen, wo du hier hintrittst, ne? Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht, ob die Markierungen, die wir gesetzt haben, überhaupt richtig sind. Versuch mal hier lang zu pilgern. Oh, oh, oh. Feindliches Lager. Das versuchen wir mal auszuschalten. Oh, guck dir das an. Die haben mich doch gar nicht gesehen. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe gar keine Pfeile mehr. Das ist natürlich schlecht. Oh nein, mein Schwert ist kaputt. Oh Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt im Gottes Willen? Mein Schwert ist im Arsch. Oh. Oh, 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 oh. Vielleicht hilft mir der alte Mann hier. Warum ist denn mein Schwert kaputt? Wo sehe ich denn da die Haltbarkeit des Schwertes eigentlich? Ich nehme mal den Speer.
Ich hatte gar keine, also ich habe die Haltbarkeit des Schwertes gar nicht gesehen. Habt ihr das irgendwo gesehen? Wo steht denn das? Geisteskrankes Aim, oder? Alles sofort getroffen, da selbstverständlich, Lenny. Wir gehen wieder rein. Wir gehen wieder rein hier. Okay, es geht weiter. Sehr gut. Oh, der hat eine Fackel, da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Ey, der Spieß ist gar nicht so schlecht. Der Spieß ist gar nicht so schlecht. Da ist ein alter Kampfstock, den lassen wir erstmal da, wo er ist. Die Fackel. Ach, das ist eine Lanze, ja, die ist ja jetzt auch nicht so geil. Und ein großes Stück Fleisch, ja, das nehmen wir mit. Grillwild. Super. Wir haben noch ein paar Pilze. Nehmen wir auch alles mit. Und ich glaube, das, was sie da droppen, ich weiß nicht. Oh, eine Chilischote. Können wir jetzt an dem Feuer eigentlich auch kochen, oder wie ist das? Kann ich mir jetzt hier was... Nee, kann ich nichts machen, leider. Kann ich nichts machen. Wollte auch mal die Nacht überspringen. Scheint aber nicht zu funktionieren. Okay, Leute. Und was es mit dieser Kirche auf sich hat, das müssen wir auch noch irgendwann herausfinden. Wir laufen aber erstmal zu den Markern. So, da oben ist einer. Es ist sehr kalt hier übrigens. Wenn es unerträglich kalt wird, wenn du hier verweilst, bist du langsam aber sicher erfrieren. Ja, wow. Ja, das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht hören. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich verliere schon. Aber das geht ganz schön schnell, ne? Ich habe schon ganzes Herz verloren. Da kommen wir irgendwie noch nicht hin. Das ist ein bisschen schwierig. So, ich muss mal was essen hier. Ich esse mal einen Pilz. So. Okay, Herzen sind wieder voll. Ja, das schützt halt gar nicht vor Kälte, ne? Das ist das Problem. Schilder habe ich ein paar. Ich glaube, ich will mal gucken, wie das hier ist mit der Haltbarkeit. Weißt du? Oh, warte mal. Warte mal, ich muss mal hier kurz mit dem Menü zurechtkommen. Ich will den anderen hier, den will ich haben. Guck mal, den guten Bogen. Wir haben zwar keine Pfeile, ist aber nicht so schlimm. Man müsste sich doch auch irgendwie Pfeile craften können, oder? Noska, danke für den Follow. Und herzlich willkommen. Oh Mann, ruft mein PA an. Was ist ein PA? Dann kommt die Post. Dann ruft der Maler an und kommt. Fängt schon gut an, der Samstag. Noch nichts mitbekommen vom Stream. Ei, 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 Kirsche. Kirsche. Schwierig. Ah, der Papa. Ah, okay, okay, okay. Der Pa. So, wo steht denn jetzt eigentlich die Haltbarkeit hier? Also, das ist irgendwie... Da fehlt mir so eine Anzeige irgendwie, weiß nicht. Okay, dann gehen wir erstmal in die Kirche. Vielleicht gibt es da warme Klamotten drin, ne? Würde sich ja anbieten. Ich meine, dieses Gebäude steht direkt vor dem Eingang zum Wintergebiet. Vielleicht finden wir da eine Fellmütze oder so, ne? Und es wird halt die Anzeigewaffe zerbricht. Gleich, um die Frage zu beantworten. Aber sonst sieht man es nicht. Okay, okay. So, wir erkunden jetzt erstmal hier dieses komische... Was ist das denn? Roboter oder sowas? Das ist wie Krieg der Welten. So, den greifen wir mal an. Oh, voll daneben, voll daneben. Sehr gut, sehr gut. Der Bockstock. Den können wir nehmen. Guck mal, der Pfeil zeigt nach oben. Das heißt, die Waffe ist wahrscheinlich stärker. Ja, jetzt ist die Waffentasche voll. Wie kriegen wir die denn leer, die Waffentasche? Also die Zweige können wir, glaube ich, erstmal wegschmeißen, ne? So, wegwerfen. Die behalten wir. Die Fackel behalten wir. Bockstock. Der kann weg. Da haben wir einen besseren gefunden gerade. Die Arme machen wir auch einmal weg. Die Bögen schmeißen wir auch alle erstmal weg. Einen behalten wir noch als Ersatzbogen. Hier, das machen wir auch weg. Das machen wir auch weg. Und hier ist noch eine Keule. Die machen wir auch weg. So, wunderschön. Und jetzt nehme ich nämlich diesen Stock hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, alles klar. Hier ist das alte Gemäuer, das alte Gewölbe. Ich kaufe mir Zelda wahrscheinlich auch für Nintendo Switch. Ja, wenn du eine Switch hast, auf jeden Fall. Mach das. Warum nicht? Warum nicht? Ist ja super, super toll, das Spiel. Beten kann man hier. Guck mal. Ah, mal sehen, was passiert.
Du hast Herausforderung bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Oh, sehr gut. Ich will dir neue Kraft gewähren. Doch besitzt du noch keine 4 Zeichen. Suche die Schreine in diesem Reich. Mit 4 Zeichen soll ich zurückkehren. Alles klar. Leute, ich bin schon so unfassbar lost, ne? Wie komme ich denn da hin? Hier ist das Plateau. Meine Markierungen sind am Arsch der Heide. Da ist der Berg. Da ist der Fluss. Wir haben hier halt das Schneegebiet, ne? Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Hier lang vielleicht, hier außenrum. Eventuell. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir müssen mal ein bisschen testen. Wir müssen mal ein bisschen testen. Pass mal auf, wir nehmen mal einen anderen Weg. Vielleicht geht das irgendwie. Da oben, guck mal. Hier, da ist doch der Schrein schon. Da kommen wir hin. Dort über dem Felsen. Ah, ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Wir müssen das mal ausprobieren einfach. Wir müssen es einfach mal ausprobieren. So. Da falle ich doch runter. Da bin ich doch wieder gleich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er kann runterklettern. Nein! Knappes Höschen. Es wird aber auch langsam wieder hell. Ich glaube, der Morgen graunt. Was sehr schön ist. So, wir laufen weiter. Wir müssen da irgendwie hochkommen, Leute. Frag mich aber nicht, wie wir das schaffen. Weiß es nicht. Hier ist noch ein Lager versteckt. Zumindest ist es eine alte Hütte. Da können wir mal reinlaufen. Mal schauen, was wir da drin finden. Vielleicht eine Schatzkiste? Ach, eine neue Axt. Ja, sicher. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Holzfäller-Axt. So, haben wir wieder eine Waffe, eine schöne. Ein paar Äpfel gibt es hier. Die Chilis sind das. Und ein Buch. Guck mal. Untersuchen. Es scheint ein Tagebuch des Alten zu sein. Ja, das lesen wir mal. Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist es mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur die verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt auch den Körper in großer Kälte von innen. Oh, das ist gut. Solange man sie vorher verzehrt hat, kann man auch ohne dieses ungemütliche Winterwams in die verschneiten Berge. Oh, das ist gut. Ja, da habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. 2 der Zutaten waren Wild und Chili. Das weiß ich noch. Ja, da fällt mir der Rest nicht mehr ein. Es war aber weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ich werde langsam alt. Vielleicht war es ein Apfel, Leute. Ist es ein Apfel, Leute. Wenn doch nur jemand käme, der mir auf die Sprünge helfen könnte. Mir ist klar, dass auf diesem einsamen Plateau die Chancen auf ein zufälliges Treffen mit Hobbyköchen gering sind. Aber ich würde für einen Hinweis für die fehlende Zutat sogar meinen Winterwams hergeben. Oh, das ist gut. Okay, wo können wir denn kochen? Wie kocht man denn, Leute? Also hier haben wir einen Röstapfel. Und einen Ausdauerlingpilz. Verstehe. Ja, ich habe halt keine Ahnung, wie man kocht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo oder wie man kochen kann. Vielleicht können wir das einfach... Ah, hier ist eine Kochstelle, oder? Da kann man warten. Topfdeckel. Du kannst an einem Lagerfeuer kannst du die Zeit verstreichen lassen. Bis morgens. So, wir warten jetzt mal bis morgens. Ich würde gerne jetzt mal kochen. Ich würde mit den Zutaten experimentieren. Also was war drin? Es war Chili war drin. Wildfleisch. Und die letzte Zutat fehlt natürlich, ne? Aber wie kocht man denn, Leute? Das dürft ihr jetzt mal sagen. Sagt mir bitte, wie man kocht. Das wäre ganz gut. Darf ich helfen? Ja, Nuldor. Du darfst helfen. Sag mal an, wie kocht man? Einfach im Inventar vielleicht? Kann man einfach im Inventar kochen? Kann man einfach so loskochen eventuell? Oder geht das nicht? Du stellst dich an die Feuerstelle und gehst ins Inventar. Ah, okay, okay. Ja, pass auf. Wir sind jetzt an der Feuerstelle. Das ist ja jetzt eine Feuerstelle, oder nicht? So, jetzt gehen wir mal in den Inventar rein. So.
Und da können wir kochen. Nee, das ist das gekochte Zeug. Ist das Wildfleisch zufällig? Grillwild. Also, wir möchten eine Chili. Warte mal, wie machen wir das hier? Ich versuche erstmal einen Fisch zu braten. So, erstmal um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Essen geht nicht. Es funktioniert nicht. X drücken. Jetzt habe ich es in der Hand. Jetzt habe ich den Fisch in der Hand. Ist das richtig? So, jetzt habe ich es in der Hand. Jetzt mache ich das wieder weg. Funktioniert aber trotzdem nicht. Ich will nur den Fisch kochen. Ich will nur den Fisch kochen einmal. X. Hinzufügen. Und wie kann ich das jetzt kochen? Was muss ich da jetzt drücken? Leute, jedes Kind im Alter von 11 Jahren kennt sich mit diesem Spiel besser aus als der alte Lassi, ne? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Was soll ich denn jetzt machen damit? Ah. So. Ah, okay. Sehr gut. Ich habe einen Fischspieß gemacht. Sind zwei Dinger. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt mal das Rezept. Das Ding ist halt, ich brauche ein rohes Wildfleisch. Da müssen wir mal gucken, wo wir das herbekommen. Wir müssen wahrscheinlich erstmal ein Wild jagen. Wie es normalerweise so ist in Spielen, ist das Wild, läuft ja immer in der Nähe von der Quest rum, denke ich mal, ne? Das heißt, irgendwo werden wir hier ein Wild finden. Die Frage ist halt nur, wie sieht denn ein Wild aus? Genauso kannst du auch Sachen kombinieren. Genau. Sehr gut, sehr gut. Eine Eiche könnte man noch mal. Aber keine Pflanze, oder? Wir müssen das nachher noch mal lesen. Wo finde ich denn, wie sieht denn Wild aus? So, ich koche auch. Einfach alles in die Pfanne werfen. Ja, so sieht es nämlich aus. So mache ich das auch nicht anders. Das ist kein Wild hier, ne? Das ist ein Wilder, aber das ist kein Wild. Oh, Honig. Honig könnte es sein, eventuell. Honig könnte die letzte fehlende Zutat eventuell sein auch. Wo kriege ich denn jetzt Wildfleisch her, Leute? Die greifen mich an, die Bienen, oder? Ja, ich habe schon gedacht. Ich habe schon fast gedacht. Die kann ich nicht. Oh mein Gott, ich muss weglaufen. Ich muss weglaufen. Vielleicht mit Pfeil im Bogen. Mit einer Fackel eventuell. Warte mal. So. Ah. In der Fackel treffe ich die auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Nehme mal den Honig mit. Muss ich wahrscheinlich jetzt hier irgendwie die Axt auswählen, oder? So, wir fällen mal den Baum. Ausdauerhonig. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute. Hier haben wir noch einen Bogen, der ist aber schlechter als der, den wir schon haben. Hier ist noch so ein Stock, den lassen wir trotzdem liegen. Das Schild haben wir auch eigentlich. Hier ist noch ein Horn. Ein Horn nehme ich mal mit. Das ist irgendwie auch irgendeine Zutat oder sowas. Hier ist noch ein Lagerfeuer. Da könnte man noch warten. So, hier sind Hauer. Ich soll in den Wald gehen, um Wild zu jagen. Ja gut, so einen richtigen Wald haben wir hier gar nicht, ne? So einen richtigen Wald. Oh, hier ist noch eine Ruine. Da muss ich noch mal ganz kurz gucken gehen, Leute. Hier ist noch eine alte Ruine noch. Ja gut, das könnte ein Wald sein, aber so richtig. Oh, da oben, Wald der Seelen. Da komme ich aber, glaube ich, nicht hin, oder? Schrein des Lebens. Dahin teleportieren. Was ist denn das hier? Game over. Ach, da bin ich gestorben. Okay, alles klar. Da bin ich gestorben. Ich laufe mal kurz hier die Ruinen abchecken. Hey, Funky Bergmann, einen wunderschönen. Hi, grüß dich. Wie geht's, wie steht's, mein Lieber? Monty! Alter, bist du die ganze Zeit hier gewesen, Monty, oder was? Sehr schön. Herzlich willkommen ganz offiziell nochmal von mir. Grüß dich. Ja, da ist doch bestimmt irgendwo eine Schatztruhe hier versteckt, oder? Ich weiß es nicht genau. Bin mir da noch nicht so ganz. Oh, da ist eine. Ich sehe sie. Ja, da fallen wir runter. Dann sind wir, glaube ich, wieder tot, ne? Versuch mal hier runter zu klettern ein bisschen. Geht das auch irgendwie schneller? Oder ich lass mal los kurz.
Ah, ist eine Truhe. Ich habe sie genau gesehen mit meinen kranken, alten, entzündeten Augen. So, da ist sie. Vielleicht ist da auch Wildfleisch drin, wenn wir ganz viel Glück haben. Und was haben wir gefunden? Bombenpfeile. 5 Pfeile mit Sprengsatz, die für den Kampf gegen Monster erfunden wurden. Beim Aufprall verursachen sie weitflächigen Schaden. Nice. Oh, ich sehe gerade, ich muss irgendwas essen, ne? Wie kann ich denn hier essen eigentlich? So, wir rüsten mal wieder die Axt aus. So kann ich nur pfeifen. Damit kann ich wahrscheinlich die Monster anlocken. Oder es kommt irgendwann noch ein Pferd oder so. Ich weiß es nicht genau. So, Freunde der Nacht. Ich esse mal so einen Fischspieß. Ist, glaube ich, zu krass. Äpfel will ich jetzt auch nicht essen. Brauchen wir vielleicht noch als Zutat. Ich esse mal... Pilze haben wir, glaube ich, ganz viele, ne? Ich esse mal so einen Pilz. So, bringt... Ja, was bringt das eigentlich? Ein halbes Herz, nur ein halbes Herz. Wir essen trotzdem mal 2 Pilze. Weiß gar nicht, wo ich das jetzt verloren habe. Bei den Bienen wahrscheinlich. Hey, Ketchup, grüß dich. Herzlich willkommen bei Zelda Breath of the Wild. Wir sind gerade dabei, eine Quest zu machen. Und zwar kann ich irgend so komisches Zeug kochen. Dadurch bekomme ich dann ein, ein Lederwams, der gegen Kälte schützt. Und dann können wir endlich ins Eisgebiet gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir brauchen Wild als Zutat. Das heißt, wir müssen erstmal in den Wald laufen. Das mache ich jetzt. Der Wald muss irgendwo da hinten sein. Ich laufe einfach mal da lang. Kann ein bisschen dauern, bis wir da sind. Wie geht's, Ketchup und Funky Bergmann? Was habt ihr gemacht heute, ihr beiden? Was habt ihr getrieben? Ausgeschlafen, gerade aufgewacht oder wie sieht's aus? Ah, da unten lang kann ich. Das mache ich mal. Pass mal auf, wir sprinten einfach mal, ne? Wir können ja auch sprinten. So. Teleportieren, Lassi. Ah, ich habe da keinen Teleportpunkt, Dani. Das ist das Problem. Apex. Sehr gut, sehr gut. Ja, das macht auch natürlich einen Heidenspaß, ne? Ah, guck mal, da könnten wir jetzt natürlich den Bombenpfeil nehmen, eventuell. Scheiße. Voll daneben geballert. Er hat seine Freunde gerufen. Oh, das ist ein Endboss hier, oder? Wir müssen ja ran. Okay, die Pfeile sind erfolgreich aufgebraucht. So schnell geht's. Eieieiei. Aber bisher haben die mich noch nicht getroffen. Was ist denn das? Die beschützen hier irgendwas, Leute. Die beschützen hier irgendwas. Siehst du, das sieht man, das findet man natürlich nicht, wenn man die Schnellreise benutzt, ne? Was haben wir denn hier? Eine Kiste, na klar! Ja, logisch, ja sicher. Nice. Ey, ich brauche unbedingt Pfeile. Wir müssen gleich mal looten. Mal gucken, ob die da noch was haben, eventuell. So, was haben wir hier? Feuerpfeile. Sehr gut, sehr gut. Hätten wir vorher gebraucht. Guck mal, hier hätten wir es reinschleichen können. Dann hätten wir sie alle in die Luft sprengen können, aber naja. Hier sind Pfeile, sehr gut. Holzpfeile mitnehmen. Das Horn nehmen wir auch nochmal mit. Hier liegt jetzt ganz viel Loot rum, Leute. Was ist das denn? Ein Herz. Oh, das ist auch gut. Alles mitnehmen. Alles einsacken hier. Alles einkassieren. Oh, scheiße. Es despawnt auch das ganze Zeug. Nice, meine Mama hat mir Granatapfel mitgebracht. Oh, das ist sehr lecker. Ich liebe Granatapfel. Schön so die Granatapfelkerne wegsenken. Oh, da vorne ist noch jemand, Leute. Nein! Scheiße, scheiße. Nimm die Axt wieder mit. Nimm die Axt wieder mit. Ich will keinen... Scheiße, ich habe aus Versehen... Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Okay, er brennt auf jeden Fall. So, komm. Und jetzt in den Nahkampf. Jetzt in den Nahkampf. Ich will eigentlich auch meine ganzen Pfeile nicht so verschwenden. So, Wildfleisch gebraten ist. Das nehmen wir mal mit. Sehr gut. Gebratenes Wild. Wo haben die das her? Die müssen ja auch in den Wald rumpilgern, oder? Und das ganze Wild da irgendwie abschlachten. Okay, wo ist denn der Wald?
Oh, wir sind auf dem Weg. Wir sind genau in der richtigen Richtung. Wir sind bald da, Leute. Wir sind bald da. Sehr schön. Ich bin gespannt, ob wir auch Wild finden. Da ist noch eine epische Treppe. Da geht's hoch zur Kirche. Da waren wir schon mal drinne. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hast du diese Red Bull Winter Edition probiert? Nee, habe ich noch nicht probiert. Schmeckt das gut? Wie kann ich denn andere Pfeile auswählen? Der hat mir das gerade gesagt. Ich weiß aber nicht mehr wie. Keine Ahnung. Dann machen wir es halt so. Alter, One-Shot. Ich glaube, wenn die uns nicht entdecken vorher... Oh, scheiße. Wir sollten ja aufpassen mit dem Feuer hier im Wald, ne? So, hier muss irgendwo wild sein. Ich habe meinen RAM wieder zurückgetaktet. Hatte gestern ziemliche Probleme. Okay, dann versucht ihr einfach nicht so weit zu übertakten. Vielleicht war das zu krass. Ist das wild? Nee, das ist Geflügel. Das ist alles Geflügel. Kann mir mal jemand sagen, wie ich die anderen Pfeile auswähle, bitte? Ich möchte die guten alten Holzpfeile haben. Weiß das jemand zufällig von euch? Ich möchte mich das Huhn jetzt hier, weißt du? Ermorden. Okay, ist wahrscheinlich direkt gebraten. Auch, oder? Das Hühnchen. Grillgeflügel, ich hab's gewusst. Es ist direkt gebraten. Das Spiel ist mega. Ich könnte den ganzen Tag zuschauen. Metal Mike, grüß dich. Hi. Ja, schmeckt gut. Steuerkreuz. Kannst du das machen und die Pfeile wechseln? Nee, das geht nicht. Fackel, ich komme hier gar nicht in die Dings rein. Oh Scheiße, ich habe schon wieder gepfiffen. Da vorne ist so ein Dude. Keine Ahnung. Ah, okay, alles klar. Sehr gut, sehr gut. Nein! Scheiße, jetzt habe ich den Pfeil verschwendet, natürlich. Meinst du, ist das der alte Mann? Oder ist er böse? Ah, er geht jagen, schau mal. Da vorne ist wild. Ich sehe es schon. Da vorne ist wild. Da ist ein Wildschwein. Okay, es hat uns noch nicht gesehen. Alter, One-Shot, nice. Wie kann ich denn das abbrechen hier, diesen Pfeil? Okay, alles klar. Sehr gut, wir haben unser erstes Wildfleisch. Ich schleiche aber weiter, ne? Ich schleiche weiter rum, damit wir hier noch mehr Wild kriegen. Nice, es ist wirklich wild. Es ist wirklich wild gewesen. Hier, irgendwo war hier noch ein Schwein. Ich glaube, da hinten kämpft eins, oder? Gegen Goblins? Kämpft ein Wildschwein gegen Goblins? Ich werde mal mit dem Mann sprechen. Der hat bestimmt... Oh. Scheiße, der hat mich gesehen. Das Schwein hat mich leider gesehen. Okay, wir pirschen uns aber ran. Die Sau kriegen wir vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Ah, der hat mich natürlich gehört, ne? Ja, ah, es ist nicht dumm, dieses Wild. Es ist nicht dumm, dieses Wild. Oh, wir laufen hoch. Irgendwo hier ist es. Irgendwo hier steckt es. Hier sind wir das letzte Mal gestorben übrigens. Da bin ich ja die Felsklippe runtergefallen, aus Versehen. Da ist es. Das gute Wild. Hirschen uns ran. Dann haben wir 4 Wildfleisch, falls wir das treffen natürlich, ne? Wir sollten auf den Kopf ziehen, auf jeden Fall. Wir dürfen auch nicht zu nah ran. Oh, das hat jetzt nicht gereicht. Obwohl es ein sauberer Blattschuss war eigentlich. Wo rennt das hin, das Kanickel? Wo ist es denn jetzt hingelaufen? Neben der Map siehst du, wie laut du bist. Ich weiß. Hab ich schon gecheckt? Ich finde es aber nicht mehr, ne? Es ist weg. Wir haben Pfeil verschwendet, leider. Pilz mitnehmen. Vielleicht finden wir irgendwo noch ein anderes Tierchen. Oh, guck mal, eine Blume.
Das sieht auch sehr interessant aus. Die nehmen wir auch nochmal mit hier. Hä? Was? Hä? Was stimmt denn mit dieser Blume nicht? Will die mir irgendwas zeigen eventuell? Was ist denn mit der Blume los? Hallo? Okay, okay. Ah, was ist das für ein Tier? Krok! Ui, du hast mich entdeckt! Nanu, du bist ja gar nicht Maronus. Wer ist Maronus? Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Krok, ein Waldgeist. Hier, ich habe was für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm bitte zurück. Ein Krok-Samen. Mit diesem kleinen Samen hat dir Krok geschenkt. Vielleicht lohnt es sich davon was zu sammeln. Er riecht etwas komisch. Meine Freunde verstecken sich übrigens an verschiedenen Orten. Wenn dir irgendwas auffällig erscheint, dann solltest du dort suchen. Ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt der Jäger? Der Jäger wird wahrscheinlich dieser Krok sein, oder? Da ist er. Da laufen wir mal kurz hin. Ich rede mal mit ihm. Er scheint ja friendly zu sein. Aber das ist der alte Mann. Das ist der alte Mann. Was machst du da? Siehst du das denn nicht? Ich bin auf der Jagd. Wenn dich die Tiere sehen, sind sie weg. Duck dich und sei leise. Naja, das Ding ist halt nur... Mein angeschossenes Wildschwein. Ich weiß nicht, wo das hingelaufen ist, Leute. Ich habe keine Ahnung. Es ist verschwunden. Oh, Eicheln haben wir hier noch. So. Ich schleiche mal wieder ein bisschen. Da vorne ist eins, oder? Sehen meine alten entzündeten Augen da hinten ein Wildschwein? Nee, da oben ist eins. Da ist es. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen auf den Wind achten, dass er uns nicht riecht. Der Wind trägt ja den Geruch so weiter. Müssen wir mal schauen. Okay, wir pirschen uns diesmal richtig nah ran und versuchen diesmal direkt auf die Hauer zu schießen, also auf den Kopf. Vielleicht bringt das was. So, das reicht schon. Nice. Sehr gut, sehr gut. Wildfleisch erfolgreich. Das hat jetzt nur ein Wildfleisch. Warte mal, was ist denn, wenn ich da drauf schieße eigentlich? Kann sein, dass sie mich dann angreifen. Ah, okay. Ja, oh mein Gott, sie greifen mich an. Sie greifen mich an. Hilfe! Wir brauchen die Fackel wieder. Alter, die sind natürlich hart, ne? Harte Gegner. Ich habe sie vertrieben. Ich glaube, wir müssen den Honig nehmen. Da liegt der rum. Die Katze randaliert völlig. Hallo Little Hope, moin, grüß dich. Breeze of the Rain, Breeze of the Wild ist das. Grüß dich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ivarok. Ey Leute, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin für diesen Kampf, ehrlich gesagt. Da oben muss ich drauf schießen, denke ich mal. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe nur noch ein einziges. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Nee, Rain, weil es so oft regnet. Bei mir hat es noch nicht ein einziges Mal geregnet gerade, Little Hope.